Oh, das gedauert, Alter. Schlüssel. Oh, geil. Das gibt Geld, Leute. Give me money. Er hat schon ordentlich Geld verloren. Meine Güte, was ist denn los mit euch? Hallo. Lol, ist hier viel Geld. Lol. Lol, 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 lol. Ziemlich verarschen. Das Video mit dem ganzen Geld. Gib mir all das Geld. Da kann ich richtig viel Geld machen. Nice. Läuft. Hier sind noch zwei Kisten. So, das war alles hier. Was ist das? Ach, das ist eine Glühbirne. Natürlich eine Lampe. Gib mir mein Geld. Alter, hab ich gerade schon... Wie viel Geld krieg ich denn hier? Scheiße, ich hab jetzt schon voll viel Geld bekommen, aber okay. Zack, damit. Da drüben ist wahrscheinlich noch mega viel. Nein, ich will noch nicht. Und zack. 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 Da oben liegt noch eine Menge Geld. Wie auch immer der Kerl da oben raufgekommen ist. Wie ist denn da oben raufgekommen? Ach, da, ja, lol. Bin ich behindert? Da kann ich doch einfach hier hochspringen. Zack. Hier sind ja noch mehr Verstecke. Bis jetzt 7 von 10. Okay, ich such mal noch. Ah, da, hier sind noch. Oh, lol. Hier liegen ja, sind ja noch 3. Zack, 8. 9 und 10, ne? Nein. Da. Bin ich behindert, Alter. Zack. Jawohl. So, was ist das jetzt hier? Du hast dir das Geld versteckt, der Sephords vorgenommen, was? Toll, sie werden sich bestimmt eine fiese Rache für die Hodams ausdenken. Übrigens, danke für deine Hilfe. Meine Mama hat immer gesagt, ich würde eine Clanfehde zwischen diesen Trotteln nicht überleben. Ich wollte ihr schon immer das Gegenteil beweisen. Okay, so, jetzt werde ich aber mal eben den Skillpunkt einsetzen. Hab echt viel Geld gebraucht. Jetzt darauf, darauf, das. Schildkapazität plus 9. Regeneriert 1,2 deiner Gesundheit in Schilder. Ja. Ja, 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 nehme ich. Sehr schön. Das hört sich ehrlich gesagt sehr gut an. Ja. Jetzt ist gerade mein Headset leer gegangen. Warum, Alter? Warum? Immer während der Aufnahme. Oh. Ich mache jetzt erstmal einen kurzen Cut. Bis gleich, wir sehen uns gleich wieder. Mit funktionierendem Headset. Bis gleich. Okay, Freunde, da bin ich auch schon wieder. Hat jetzt kurz eben 30 Sekunden gedauert, aber ich wollte euch nicht irgendwie unnötig strapazieren, eben. Guckt, wie lange ich schon aufnehme. Jetzt schon wieder 40 Minuten insgesamt. Das ist der Hammer, mal ehrlich. Und meine linke Hand ist eingeschlafen. Mein kleiner Finger und mein Ringfinger von der linken Hand sind eingeschlafen. Frag mich nicht, warum. Aber es nervt gerade. Oh, Mann. So, okay. Naja. Aber ist los. Ich muss raus hier, ne? Denke ich mal. Gehe ich mal davon aus. Was eine Scheißmusik. So, komm raus. Aber in die Highlands. Also, wo müssen wir hin? Wieder zu Ellie, oder wie? Gehe ich mal von aus, dass wir wieder zu Ellie müssen. Ich denke mal.
Zack, zack, zack. Und Gas geben. So. Der Turbo-Boost ist echt der Wahnsinn, Leute. Hier links runter. Zack. Gas geben, Stopp, Reisen. Super. Ich habe jetzt nicht auf die Karte geguckt. Kann sein, dass es falsch war, aber ich glaube, es war richtig. Doch, es war richtig. Sehr gut. Los. Fahr. Ja, mit Vollgas in Richtung Ellie. Wir müssen zu Ellie, oder? Oh, ein gesleckter Gegner. Boom. Na. Komm, lass mich fahren. Gas geben. Ach, müssen wir doch nicht zu Ellie. Ach, wir müssen wieder zu hier, dem Holang-Typen, das und den sagen, hier, wir mit. Wenn so, wie viel Geld haben wir denn jetzt eigentlich bekommen? Einen Moment, das möchte ich mal eben nachgucken. Ach, kann ich gar nicht. Warum kann ich nicht nachgucken, wie viel Geld wir bekommen haben, Mann? Warum werde ich beschossen? Hallo. Zack. Grüß Gott. Was? Ich hab noch einen Auftrag für dich vor. Ah. Triff meinen Mann draußen in the Dust. Er hat die Einzelheiten. Ach, ja Mensch, grüß Gott. Wir sollen seinen. Es regt mich so auf, ne? Du willst mich doch komplett verarschen, ohne Scheiß. So, jetzt sollen wir seinen Mann in the Dust treffen. Ist der schwul? Nein. Seinen Kontaktmann. Draußen in der Dust. Mal schauen, was wir jetzt erledigen müssen für den lieben Mike Zeffert. Das ist sogar ein König. Sehr schön. Zack, komm, gib Gas. Wo ist er? Nee. Hä? Können wir eben die Mission hier annehmen? Ach doch, das ist der. Ah. Jungen getötet. Die Hodangs haben einen Hinterwäldler geschickt, damit er meinem Peter zu unserem Geldversteck folgt. Und dann haben sie ihn abgeschlachtet wie ein Tier. Er hat nie einem was getan. Darauf gibt's nur eine Antwort. Du musst ihre Wohnwagen niederbrennen. Am besten nach Sonnenuntergang. Ich will ihr Zuhause am mitternächtlichen Himmel brennen sehen. Los, geh! Okay, trifft bei Nacht ein. Ja, ist Nacht, oder? Ich glaube, ich gesagt nicht. Ich glaube, es wird gerade Tag, ne? Im Ganzen, es juckt mich auch nicht, ob es Tag oder Nacht ist. Ich meine, es ist eh nur so ein extra Ding. Wenn das jetzt mehr Erfahrungspunkte gibt, ist mir noch relativ scheißegal, ehrlich gesagt. Es juckt mich nicht. Hauptsache, wir begeben uns zu den Wohnwagen. Zu der Wohnwagensiedlung der Hodons. Dann sollen wir sie hochjagen. Niederbrennen. Schieß mit einer Feuerwaffe drauf. Das erscheint vielleicht brutal, aber die Hodons haben angefangen. Ja. So. Oha. So, habe ich eine Feuer. Habe ich nur die Sniper als Feuerwaffe? Willst du mich verarschen? Keine andere Feuerwaffe. Ah, doch, da, ja. Okay. Sehr schön. So, da müsste einer sein. Da oben. Komm. Machen wir erstmal den hier. Komm. Tut mir sehr leid. Ich bin es nicht. Ich kann nichts dafür. Na, wo ist der letzte? Oh. Komm, mein Geschütz macht das, oder? Oh, oh. Der letzte Tank ist hier auf dieser Seite. Sehr schön. Zack. Oh, jetzt brenne ich. Abschluss. Und jetzt ab in mein Auto. Ab in mein Auto. Steve, sagst du? Dann gehen wir mal ab zurück zu Steve. Die Idioten also abfackeln lassen, was? Echt hart. Wie ich die Hodangs kenne, wird ihre Antwort nicht lange auf sich warten lassen. Wenn die zurückschlagen, werden sie hart zurückschlagen.
Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was sie dagegen jetzt machen wollen. Aber jetzt erstmal werden wir diese Mission abgeben und schön saftig Erfahrungspunkte dafür einsammeln, glaube ich. Einsammeln? Kassieren! So, das Wort habe ich gesucht. Kassieren! Ab zu dem Kontaktmann. Stopp! So! Vor ein paar Jahren hat ein Ex-Haudank meinen Sohn Lucky getötet. Wir halten bald unsere jährliche Trauerfeier. Wir transportieren hier kostbare Ausrüstung! Dabei haltet euch fern, wenn ihr nicht drauf. Oh, ich hab ne Vergabkarawanenführer, Alter. Warte, ich muss mal eben das hier wieder auswählen. Was hab ich denn alles für Scheiße auf mir in meinem Inventar? Wo kommen die denn alle her? Hä? Was verpasst oder so? Okay. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Kann das sein? Naja. Egal. Egal. So, was ist denn jetzt los mit euch? Nö, da muss ich nochmal, was? Schon unterwegs. Da bin ich echt mal gespannt, was die jetzt vorhaben. Was den armen Sephards antun wollen. Aber eigentlich, ist diese Ellie ja voll fies, ne? Also, Und diese Vollidioten fallen auch drauf rein. Du, ach, ich glaube, takt. Ach ja. So, jetzt hier außenrum. So. Hallo. Ah, bin ich bescheuert, Mensch. Ich muss doch hier hin, da zu diesen Ausrufezeichen. Da. Hallo. Grüß Gott, Tektor. Hast du je eine Trauerfeier aufgemischt? Nee. Oh. Moxie. Okay, einen Moment. Was steht denn hier auf seinem Arm? Hat er hier nicht Tattoo? Mom. Okay, die Verräterin heißt Moxie. Ah, okay, steht jetzt auch oben links. Habe ich ganz verpennt. Aber das wurde ja vorher schon erwähnt. Ja, dann wollen wir uns da mal vorlaufen lassen, ne? Mal gucken, ob wir dann auch so eine betrunkene Sicht haben. Das fände ich sehr interessant. Zack. Und bap. Ab nach Sanctuary. Du kannst einem selbst mal Psycho die Granate aus der Hand schießen. Lol. Wusste ich noch gar nicht. Okay. Steht immer ja unten in dem Loadscreen. Ja, immer unten so in den. In diesen Notizen. Ist interessant, doch. So. Hallo. Grüß Gott. Das Zeug ist stark. Runter mit dem Fusel. Solange du nicht so voll bist, dass du Ellie für die Zwillingsschwester von Moxie anscheinend hast du genug. Sorry, Schätzchen. Bei mir geht's nicht. Siehst du schon alles doppelt? Los, geh in die Seffert-Bar, bevor dein Rausch nachlässt. Lol. Lol. In die Seffert-Bar, ja, okay. Da kann ich mich ja jetzt zu The Highlands beamen, oder? Ja. Lol. Komm, gib Gas, der Rüsch darf nicht nachlassen. Ihr dürft nicht nachlassen. Oh, jetzt müssen wir die Trauerfeier aufmischen, Alter. Okay, das ist echt fies, doch. Das ist echt fies, weil der Mike Sefford hatte, ja, wurde uns ja erzählt, dass die Hodangs wohl seinen Sohn ermordet haben und da machen die immer eine jährliche Trauerfeier. Lass dir Zeit. Such dir einen guten Platz zum Feuern. Und dann töte sie alle. Wir haben uns heute hier versammelt, um Lucky Slevin Sefford zu gedenken. Lucky war ein guter Mann. Sein gutes Herz und seine reine Seele erfreuten jeden, den er traf. Sogar wenn es mit einer Kugel war. Lucky trank er. Er liebte Frauen. Er liebte das Leben. Doch lasst uns heute nicht nur an Lucky denken, sondern auch an die Insel.
What the fuck, instant kaputt. Okay. Scheiße. Es ist einfach instant kaputt, Alter. Hoch. Erstmal ein bisschen retten. Eigentlich hätte ich direkt von hier oben schießen müssen. Komm schon, geschützt. Lade ich wieder auf. Und... Alter. Direkt, du kackst hier stehen. Geht doch. Granaten. Wollte ich mal ein bisschen mehr einsetzen. Und zack. Runter damit. Sehr gut. Misch du da mal ein bisschen auf. Alter, wieder instant kaputt, Junge. Was ist denn los mit euch? Ich hab keine Granaten mehr. Aha. So, was nehmen wir? Am liebsten dir, die macht am meisten. Die da ist, glaube ich, soweit erstmal am besten. Nicht sterben. Oh. Eigentlich müsste ich ja ein bisschen warten, bis ich mich so ein bisschen aufgeladen habe, ne? Aber egal. Scheiß tust du, Alter. Ich schieße nur ins Leere, Alter. Zack. So. Dann mach du da mal ein bisschen Action. Zack. Und kabuff. Tot. Ich war nicht da? Der Bastard war wahrscheinlich gerade beim Schnaps holen. Na schön. Komm wieder her. Wer überfällt denn eine Trauerfeier? Das war zu viel, Hodank. Jetzt heißt es ihr oder wir. Sefort gegen Hodank. Uiuiui. Kommt jetzt zum Final Zusammensturz oder was?